Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Meistens geht man ja davon aus, dass unsere Erde hart ist und fest und kalt, aber das stimmt überhaupt nicht. Unsere Erde ist ein riesengroßer, glühender Planet, der ganz heiß ist, in der Mitte so heiß wie an der Oberfläche der Sonne. Und nur ganz außen am Rand ist so eine kleine erstarrte Pelle, das ist die Erdkruste, auf der wir leben. Und in dieser dünnen Erdkruste befinden sich zum Beispiel auch alle Rohstoffe, die wir zum Leben brauchen. Und diese Rohstoffe werden von Bergleuten gewonnen. Fast jeder von uns wird irgendeinen Bergmann auch persönlich kennen. Wir wissen auch alle, wie ein Bergwerk aussieht. Und da wird dann eben Erz gefördert oder Kohle. Und das sind alles feste Rohstoffe, mineralische Rohstoffe. Es gibt aber auch viele flüssige Schätze in der Erde, die wir zum Leben brauchen. Dazu gehört zum Beispiel Wasser oder Erdöl oder Erdgas oder im weitesten Sinne auch Erdwärme. Alles das kann durch die Erde fließen und die Gewinnung dieser Rohstoffe bezeichnen wir als Fluidbergbau. Dafür ist unser Institut zuständig. Viele Leute denken, dass diese fließfähigen Rohstoffe in großen Höhlen vorhanden sind. Und dass man die nur anzubohren braucht und einen Schlauch reinhängt und diese Höhle dann eben irgendwie leer zapft. Aber das ist überhaupt nicht wahr. Tatsächlich befinden sich diese fließfähigen Rohstoffe in den winzigen, mikroskopisch kleinen Poren des Gesteins. Oben an der Erdoberfläche haben wir ja meistens Erde. Und jeder weiß vom Blumengießen, wie viel Wasser man in so einen Blumentopf reingießen kann, ohne dass unten wieder was rauskommt. Dieses Wasser sitzt dann in den Poren des Gesteins. Oder auch Steine, die von außen kompakt aussehen, sind bei näherer Betrachtung tatsächlich porös, so wie dieser Aluminiumklotz hier. Und in dem sieht man ja ganz deutlich diese vielen Poren. Und tatsächlich haben wir ein Experiment aufgebaut, was man hier gerade hinter mir sieht. Und da ist drin zu erkennen, dass auch in so einem porösen Sandstein ein unglaublich großes Volumen an Wasser drin verschwinden kann. Ungefähr ein Drittel des Gesteins besteht aus Poren. Tja, und in diesen Poren sind eben diese Rohstoffe drin. In den ersten 200 Metern von der Erdoberfläche aus gesehen finden wir zum Beispiel das Trinkwasser, unser wichtigstes Lebensmittel. Köstlich. Ja, und hier hinter mir sieht man, wie unser Schlossplatz in Freiberg aussieht, wenn man den aus 200 Metern betrachtet. Und diese 200 Meter, das ist so ungefähr die größte Tiefe, wo wir normalerweise Trinkwasser finden. Wenn wir tiefer in die Erde runtergehen, dann wird das Wasser immer weiter aufmineralisiert. Das heißt, es wird immer ungeeigneter als Trinkwasser, aber dafür wird es immer wärmer. Und in ungefähr 2 Kilometern Tiefe ist das Wasser schon so heiß, dass man damit Kaffee oder Tee machen könnte. Aber wie gesagt, das Wasser ist nicht mehr so lecker da unten. Aber man kann es zum Heizen benutzen, zum Heizen von Gebäuden oder Schwimmbädern zum Beispiel. Und deswegen spricht man hier von der Tiefengeothermie, die ab etwa 2 Kilometer Tiefe beginnt. Wenn wir noch weiter runter in die Erde gehen und 3 Kilometer tief kommen, dann ist das Wasser schon so heiß, dass es kocht, wenn wir es an die Oberfläche holen. Das heißt, wir können Dampf aus der Erde holen und mit diesem Dampf können wir sogar Strom erzeugen. Eine wichtige Anwendung der Tiefengeothermie. In 3 Kilometern Tiefe ist es also ungefähr 100 Grad heiß und deswegen muss ich mir auch diese Schutzhandschuhe hier anziehen, wenn ich zum Beispiel jetzt mal Öl zeige, was aus solchen Tiefen gefördert worden ist. Öl findet man ungefähr auch in dieser Tiefe von vielleicht 3 Kilometern. Und wenn wir noch tiefer runtergehen, in eine Tiefe von 5 Kilometern, wo bereits 150 Grad Celsius herrschen, da finden wir dann auch typischerweise Erdgasvorkommen. Und auch Erdgas gehört ja ganz deutlich zu unserem Leben. Ja, in solche Tiefen kommt kein Bergmann jemals runter. Die tiefsten Bergwerke sind noch nicht mal halb so tief und die einzige Möglichkeit, an diese Rohstoffe da unten zu kommen, besteht darin, Tiefbohrungen anzulegen, Löcher zu bohren. Und weil diese Bohrungen so wahnsinnig tief sind, brauchen wir auch besondere Bohrmaschinen, große Tiefbohranlagen oder sogar Bohrinseln, um dahin zu kommen. Und die Menschen, die dort arbeiten, die sehen natürlich nicht, was kilometertief unter ihren Füßen gerade passiert. Und deswegen ist der Bohrer, der Bohrstrang,
auch mit intelligenten Sensoren ausgestattet, die dem Bohrer aus der Tiefe der Erde signalisieren, welches Gestein wir gerade bohren, wie viele Poren vorhanden sind und was in diesen Poren gerade drin steckt. Erdöl, Erdgas, heißes Wasser, Erdwärme und so weiter. Tja, und wie man mit solchen komplexen Bohrgeräten und Bohrsträngen umgeht, das kann man studieren in unserem Studiengang Tiefbohrtechnik, Erdöl- und Erdgasgewinnung, in dem natürlich auch die Geothermie behandelt wird. Wir würden uns freuen, euch hier bei uns in den Vorlesungen bald begrüßen zu dürfen. Glück auf!